Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier in einem Waldstückchen, wenn wir auf die Karte schauen. So, da ist jetzt unser Pfeil, also in der Nähe von Jacks Leuchtturm und möchten uns jetzt, so wie der Pfeil schaut, in diese Richtung bewegen zu der nächsten Höhle da oben. Dann werden wir auch die nächsten drei vielleicht mit, ja, die nächsten zwei werden wir noch mitmachen und dann werden wir nach, also Richtung Onas Hof uns begeben und dort eben weitermachen. So, doch bis es soweit ist, haben wir einiges an Viechern zu klatschen. Hier um die Ecke sind gleich ein paar Schnappis, die werden wir uns gleich schnappen. Kommt's nachher. Katschanga. Wow, okay, da habe ich jetzt glaube ich einen Fehler gemacht. Oder? Geht sich's aus? Wow. Oh, Gott sei Dank. Kein Bug. Jetzt habe ich gerade Angst gehabt, dass ich wieder einen Bug auslöse. Hui, schön. Fröhliches Looten. Jawohl. Die Krallen werden irgendwann noch gutes Geld vielleicht bringen. So, dann werden wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelches Getier. Aber es schaut... Oh, da haben wir was. Noch mehr Schnappis. Komm her. Katschanga. Bäm. Zack. Jawohl. Schön. Haben wir schon wieder so um die 1000 Erfahrungspunkte, würde ich jetzt mal sagen. Sehr schön. Davon haben wir eine Innos-Statue. Dann nehmen wir die Feuerwurzel mit, den Trank und die Spruchrolle nehmen wir mit. Und Gutes. Liegt hier noch irgendwas versteckt? Ich glaube nicht. Na fein. Aha, da hinten wird's. Warte, tun wir kurz speichern. So, hier. Nicht, dass ich gar runterfalle. Da wird's vielleicht da hinten noch was geben. Schaut so verdächtig aus. Ein Weg wäre schon mal da. Warum auch immer. Ja, und jetzt? Was machen wir da? Nix. Da oben ist was. Was haben wir da? Ein Heilkraut. Aha, da sind noch ein paar Kräutelchens. Vielleicht haben wir Glück und es gibt hier auch einen Kronstöckel. Aber das schaut nicht so aus. Na gut, ein paar Kräuter, mehr ist da nicht. Nehmen wir auf jeden Fall mit, dass es sich ein wenig gelohnt hat für uns. Fein. Und gehen wieder zurück. Gut, ja. In dem Waldstück, wo wir jetzt eben gerade den Part angefangen haben, boah, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Weg nochmal, ja, da, haust auch ein Ork. Also mindestens einer und den werden wir jetzt auch gleich mitplätten. Also wir machen hier wirklich, Korinist, machen wir sauber. Es ist das Minental eigentlich sauber. Ich werde es dann auch zum Schluss, bevor wir den Endgegner angehen, werde ich das dann noch einmal überprüfen, aber normalerweise dürfte da kaum was gespawnt sein. Ich hoffe es halt mal. Wie schaut es hier aus? Aha, da vorne sind Feldräubis. Die machen wir platt. Patsch. Und patsch. Passt. Ja, mit euren Dingens. Aha, da haben wir noch ein paar Schnappis. Boah, ey, ne? Das sind ja doch recht viele Viecher, muss ich gerade zugeben. Es wäre halt echt schade, wenn wir das stehen lassen würden, ne? Was da zum Klatschen ist, ist ja unfassbar, ne? Da vorne sind wieder Feldräuber. Aber am meisten schmerzt mich halt, dass ich so viele... Schattenläuferhörner nicht mehr abgeben kann. Schrägstich konnte. Alter, du Sau. Ach, weg mit dir. Der macht aber auch einen Lärm. Schön her mit den Fellen. So, da noch. Grunzi, Grunzi. Katschanga. Und bam. Passt. Erledigt. So. Und hier auch. Gut, wenn ich jetzt den Weg da lang gehe, also hier ist mal alles sauber. Ich gehe mal da den Weg zurück. Ich hoffe, ich komme irgendwie so über Umwege zu den Ork zurück, den ich noch besiegen möchte. Schau, Moritz.
noch mehr Feldräuberleins. Alter, Ben, her mit deinem Fleisch. Weil jetzt bei solchen Viechern, wie sie hier sind, ich meine, Angst haben oder so, brauchen wir vor niemandem mehr. Eigentlich. Außer vielleicht noch vom Endgänger, das könnten wir noch ein bisschen schwächlich sein. Aber sonst, legen wir alles um. Wenn es nicht zu viel im Übermaß ist, dürfte es, glaube ich, kein Problem für uns sein. Aber da tun wir wieder schön speichern. So, da. Tut euch nicht wundern, dass hier mal vom Datum her 2 Tage dazwischen sind. Ich nehme nicht im Voraus auf, das ist nur die Uhrzeit. Entweder schaffe ich es vor Mitternacht noch aufzunehmen, ansonsten ist es eben nach Mitternacht. Und dann ist klar, ab Mitternacht bricht der neue Tag, an. Jetzt dachte ich, die Fliege ist hinter, aber hat es gerade überlebt. Robuste Fliege. Ah, warte. Nein, noch ein Schattenläufer. Wie traurig. Aber jetzt denkst du, wie viele Schattenläufer es überhaupt hier gibt insgesamt, ne? Mann, das ist der Nummer der 6. schon. Ach, Menno. Wenn ich mich daran noch erinnert hätte. Ah, da sind wir. Aha. Okay. Da sind wir. Alles klar. Da muss ich hier nochmal zurück, damit ich den Ork nicht verpasse. Und dann können wir hier weitermachen. Da hinten sind nämlich noch ein paar Wargs. Laut meiner Erinnerung. Hupsala. Und dann geht's auch schon weiter. So. Da oben. Schauen wir mal, ob es da noch was gibt. Ich mache mich schon mal bereit für den Fall, dass gleich Waffen gewetzt werden. Beziehungsweise gezogen. Wahrscheinlich bin ich auch so falsch gelaufen, dass ich jetzt gar nicht gescheit zum Orkilein hinkomme. Boah, ey, ne? Ich denke, war der nicht hier irgendwo? Aha, Warg. Okay. Das ist gar nicht so verkehrt, wenn man ein bisschen so querfeldein im Wald herumstravanzt. So, jetzt du, mit dir, Mistviech. Komm, Katschanga. Wir sterben. Ja, du, ne, Kackviech. Hat er gerade so überlebt, ne, Mistviech. Also, zum Glück kriegen wir so gut wie keinen Schaden mehr. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals auch noch. Das ist super. Da kommt so richtig Freude auf. Halt, da ist eine Feuernessel. Was ist das? Halt, was, Moritz? Aha, ich habe da eine Waffe gehört. Das könnte schon das Orkilein sein. Okay, ja, einer ist schon mal. Komm her, Elitenkrüppel. Komm, steh weg. Katschanga. Und, jawohl. Perfekt. Sehr schön. Ich hoffe halt wirklich, dass ich da nichts übersehen tue, was Feinde betrifft. Wie gesagt, jeder Erfahrungspunkt ist was wert. Und immerhin haben wir auch schon Stufe aufgestiegen bekommen, schon mal, ne? So, mal da lang laufen. Ich müsste mal nachschauen, wo ich eigentlich bin. Ich habe keinen Plan momentan. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wo sind wir denn? Aha, da. Okay. Okay, dann laufe ich hier einfach mal den Weg weiter. Jetzt bin ich total im Kreis gelaufen, ne? Da kann ich mich selber wieder gratulieren. Jetzt denkst du, da drüben geht auch noch ein Weg weiter, ne? Bis wir da alles fertig haben, ne? Aber riech doch mal. Diese herrliche, frische Waldluft. Das hat auch was. Oh, warte. Ah, ich weiß schon, wo ich bin. Aha, Akils Hof. Passt, da ist ja auch ein... Da ist ja auch eine Höhle. Das ist ja gar nicht mal so blöd jetzt. Das passt ja. Kriegen wir es gleich mit ein paar Echsenmenscheleins zu tun. Vorher werden wir noch ein bisschen was trinken. Na komm, ruck. Akils Hof. Alles Klärchen. So, da tun wir schnell speichern. So. Perfekt. Und auf geht's. Halli, hallo, Hallöchen.
Da ist ein Schaf. Kein Echsenmensch. Okay. Das ist jetzt aber sonderbar. Nein, ich lasse das Schaf. Die 10 Punkte. Komm. Okay, das ist die erste Höhle, wo es keine Echsenmenschen gibt. Fast schon enttäuschend. Aber naja, was soll's. Gut, dann müssen wir noch hier lang. So. Oder bin ich jetzt von da hergekommen? Nee, dürfte ungefähr passen. Ich glaube, ich bin zwar von der Richtung hierher gekommen, aber ich muss sowieso in die Richtung zurück, weil sonst... Wow, wo ist der wer? Einfach. Das war's mit dir. Du Mistviech. Ja, es ist halt in bei jeder Ecke ist irgendwas. Ne? Wow, Zombies. Kommt's nur hier. Katschanga. Na, komm her. Du blöder Kack-Zombie. Ja, komm. Katschanga. Jawohl. Der nächste. Komm, Katschanga. Jawohl. Und Katschanga. Passt. Die haben so nichts zum Looten, normalerweise. Ah, Skelettis. Ja, komm nur her. Komm nur her, Skeletti. Vor dir habe ich keine Angst. Und weg ist er. Aha, noch einer. Gerne. Da fällt mir gerade... Passt, haben auch geschafft. Da fällt mir gerade ein, ich habe es komplett vergessen. Haben wir jetzt das Mausoleum bei Onas Hof da? Haben wir das jetzt endlich schon mal geschafft? Ich glaube nicht, ne? Die haben mich trotzdem noch verjausnet, kommt mir vor, ne? Das könnte man bei Zeiten auch mal nachholen. So, ich zücke gleich wieder die Waffe. Boah, das ist echt übel, ne? Ich habe das Gefühl, ich renne irgendwie im Kreis und es sind trotzdem haufenweise Gegner. Schaut, da ist schon der nächste Wag, ne? Oder die nächsten Wags, ne? Ist ja nicht so, dass es jetzt ein Einzelgänger wäre. Ich sehe doch gut fliegen. Der Wald ist halt auch heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, komm, ich will looten. Passt. Ich muss auch mal speichern, weil jetzt haben wir wieder viel erreicht. Nicht, dass dann irgendwas Schlimmes passiert. So. Da haben wir wieder Blutfliegen. Ist ja unfassbar, ne? Komm, passt. Erledigt. Aha, da ist wieder was. Ein Wag, glaube ich. Jawohl. Zwei sogar. Passt. Katschanga. Und weg. Passt. Wow. Alter. Ah, das könnte schon der Ork sein, den ich gesucht habe. Alter Schwede, ey. Tja. Ja, schön. So, die Blutfliege noch. Die Blutfliege haben wir schon. Den Mark haben wir auch. Hier ist noch eine Ork-Axt. Passt, das muss ich wieder mal speichern. Alter Schwede, das geht ja... Es geht echt fein, muss ich sagen, mit der Säuberung. Boah, ich hoffe, dass das Ganze hier sich noch so weit ausgeht, dass wir... wenigstens eine Höhle noch besuchen können. Ja, ja, das war schon der Ork. Alles klar. Hervorragend. Gut, jetzt muss ich trotzdem Karte schauen. Ja, geradeaus einfach. Ungefähr circa in etwa. Das kriegen wir schon hin. Wie spät haben wir es? Okay, wir haben noch Zeit. Ist kein Stress noch. Aber du könntest deine Waffe trotzdem ziehen. Ja, ja, zwei Orks. Ja, ja. Dann weg mit dir. Das war's mit dir. Sehr schön. Ich habe schon langsam ein gutes Gefühl, was den Endgegner betrifft, da wir schon Schwertmeisterkämpfer-Dingen sind. Einhandmeister wollte ich eigentlich sagen. Habe ich doch ein recht gutes Gefühl, dass wir so schnell zuschlagen werden, dass der Endgegner gar keine andere Wahl hat, als zu sterben. Boah, ich habe keine Ahnung, ne, ob ich da halbwegs richtig laufen tue. Huch, tadam.
Ah, warte, wir sind jetzt, glaube ich, da unten, ne? Warte mal kurz. Da oben müssten noch bei dem Steinkreis, da oben, ja, da müssten noch ein paar Viecher sein. Wartet, ich muss da noch einen Sprung rauflaufen. Also ganz schnell halt. Da müssten noch ein paar Wargs sein. Die müssten ungefähr hier sein. Als wir den Steinkreis mit Auge Innos und so weiter, ne? Da besucht haben. Das sind uns doch Wargs angeflogen. Also angefallen. Die haben uns angefallen, so muss ich sagen. Jetzt muss ich nur diesen dämlichen Steinkreis finden. Da vorne. Ja, fast richtig gelaufen. So. Und da oben und da hinten. Genau so war das, ja. Genau so war das. Da müssten noch irgendwo ein paar Wargs sein. Da hinten nochmal. Ja, da sind sie schon. Weil die haben, oder der, hat mich umgebracht. Jetzt kriegst du die Rache, du Mistviech. Na, Kackbratzenviech, stirb weg. Passt. Sehr gut. Bäm, Päm und Päm. Perfekt. Gut, und jetzt können wir uns um die Höhlen kümmern. So, speichern nochmal. So, jetzt muss ich wieder schauen, wo ich bin. Okay, perfekt, da drüben ist schon die erste. Gleich mal die Waffe ziehen. Da drüben irgendwo ist die erste. Die erste Höhle. Ich laufe jetzt einfach mal da den Berg Dings da entlang. Ich hoffe, wir finden, was wir suchen. Naja, gut, Warane sind einmal hier. Mehr ist da jetzt auch nicht. Ich glaube, ich bin nicht vorbeigerannt. Katschanga. Katschanga. Komm, stirb weg. Bäm. Na los. Blöde Viecher. Komm, Katschanga. Jawohl, perfekt. Weg ist er. So, das nehmen wir alles mit. Ein Jagdarmbrust. Oha. Was haben wir da? Einen Bolzen. Heilkraut. Rostige Axt haben wir auch hier. Und ein Pfeil. Noch ein Varan zum Ausluten und noch ein Varan zum Ausluten. Okay, jetzt sind wir da wieder. Jetzt muss ich nochmal Karte schauen. Bin ich jetzt dummerweise an der Höhle vorbeigelatscht oder kommt man da anderswertig ran? Das muss ich mir jetzt anschauen. Warte mal, da oben rauch. Okay, das war. Aha, das war ein Fehler. Ein Dingsfehler. Okay, jetzt muss ich glatt Karte schauen. Wo soll denn diese Dreckshöhle sein? Da geradeaus. Warte, was war da? Ein Weidenbogen. Aha, warte. Ich glaube, ich habe sie gesehen. Oder? Nein. Das war auch nur eine Täuschung. Aber Pfeile sind hier? Ja, das ist ein Gemetzel hier gewesen, ne? Die sind halt richtig schön von den Varanen da umgenietet worden, ne? Chancenlos. Absolut chancenlos, die armen Schweine. Schaut aber eher fast nach einem Unfall, also nach einem. Ah, da ist ja die Höhle. Schaut aber eher nach einem Überfall aus, als wie sonst was. So. Weil immerhin da und hier steckt ein Pfeil, ne? Also es schaut das eher so aus, als wenn die Hinterrucks irgendwie niedergeschossen worden sind und dass dann die Warane gekommen sind und sich da ein Festmahl gegönnt haben. So, da haben wir jetzt die Höhle. Es sind schon mal Ratten drinnen. Kommt's her. Die putzen wir schnell weg. Passt. Erledigt? Ja. Alle beide erledigt. Gut. Dann schalten wir das Licht wieder ein. Katschanga. Passt. Dann ziehen wir schon mal unsere Klaue. Wieder einmal professionell speichern. Wieder einmal aufs Uhrli glubschen. Der Part ist nämlich zu Ende. Verdammt. Oh. Da ist abgesperrt. War ich hier schon mal? Könnt ihr mich jetzt nicht dran Womit denn? erinnern? Womit denn? Aha. Scheiße.
Okay, da brauchen wir was. Aha. Irgendwie was versteckt ist hier nicht. Das ist ja wieder blöd. Wieso kriegt man das nicht auf? Womit denn? Mir fehlt der entsprechende Gegenstand. Aha, da drinnen ist einfach nur eine Truhe, okay. Aha, okay. Okay, ja, ist halt so. Wahrscheinlich liegt da irgendwo oder hat irgendjemand einen Schlüssel und dann wird's hinhauen. Ja. Okay, dann haben wir zwei Höhlen schon wieder inspiziert, die halt leider nichts hatten. Ansonsten, ne? Liegt hier noch? Hat von euch irgendjemand Skelett-Heinis da, die ihr da verstorben seid? Hattet ihr vielleicht einen Schlüssel für da hinten rein? Könnte sich ja auch um ein Banditenlager gehandelt haben hier, ne? Halt, was war da? Da haben wir rostiges Schwert. Bolzen. Ja, aber da liegt halt schon viel klumpert auf dem Boden, ne? Ich schaue noch ganz kurz. Da ist noch ein Bolzen. Vielleicht haben wir so viel Glück und es liegt hier wirklich ein Schlüssel. Ein Schlüssel verborgen. Versteckt. Mit dem freien Auge nicht sichtbar, aber ich glaube, es schaut schlecht aus. Vielleicht hat ihn irgendjemand mal mitgenommen und wir kriegen vielleicht noch eine Quest dafür. Da haben wir Kurzbogen, noch ein Pfeil. Jo. Schaut nicht sonderlich interessant aus. Naja, dann würde ich sagen, wir lassen es gut sein und gehen die nächste Höhle dann an. Jo, weil da ist soweit sonst nichts. Hier noch was zufällig? Eine Axt? Aber sonst schaut nicht aus, dass da was wäre. Na gut. Also dann, ich finde, das war wieder, ja, ein netter Waldspaziergang, finde ich. Ja, wir haben jetzt heute zwar kein Drachenei gefunden, aber so ein netter Spaziergang im Wald hat doch auch was Schönes, finde ich. Und somit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!